Das ist Audis Antwort auf Mercedes CLS & Co., der A7 Sportback. Das viertürige Coupé ist eine imposante Erscheinung. Wie beim neuen Audi A8 gibt's auf Wunsch LED-Scheinwerfer. LED-Tagfahrlicht ist Serie. Auch unter der Haube gibt's bekannte Technik. Zwei Diesel und zwei Benziner aus dem Konzernregal mit 204 bis 300 PS stehen zur Wahl. Der A7 Sportback ist fast 5 Meter lang, aber nur 1,42 Meter hoch. So wirkt das Coupé extrem aerodynamisch. Schick auch das sportlich elegante Fließheck. Der Clou am Heck, ein ausfahrbarer Spoiler, sorgt auch bei hohen Tempi für Fahrstabilität. Neben der schnittigeren Optik gibt es einen weiteren Vorteil des Fließhecks, der große Kofferraum. Der A7 schluckt fast so viel Gepäck wie ein Kombi. Im Interieur gibt's Luxus pur. Audi-typisch perfekte Verarbeitung, ein 7-Gang DSG mit Lenkradschaltwippen und ein Navigationssystem mit ausfahrbarem Display. Für satten Sound sorgt eine 1300 Watt Musikanlage. Die Sitze sind sehr komfortabel. Auf den beiden Einzelsesseln im Fond sitzen auch Großgewachsene bequem. Bei den Probefahrten in Sardinien stand uns der 3 Liter TFSI mit Kompressor und 300 PS zur Verfügung. Das Top-Aggregat hängt aggressiv am Gas, schiebt den beinahe 2-Tonner rasant vorwärts. Zudem sorgt der Allradantrieb Quattro jederzeit für genügend Traktion und Sicherheit. Und das Fahrwerk bietet viel Komfort und eine gute Prise Sport. Ein regelmäßiger Blick aufs Head-Up-Display ist ratsam, denn sehr schnell ist man zu schnell. Ein weiteres Highlight ist die Einparkhilfe. So funktioniert's. Wenn eine Lücke in Sicht ist, reicht ein Knopfdruck und die Lücke wird erkannt und erfasst. Von nun an packt der A7 fast vollautomatisch ein. Nur Gas geben und bremsen muss man selber. Der Audi A7 Sportback kommt im Dezember auf den Schweizer Markt. Die Preise beginnen bei 80.600 Franken.